Ja. Ja, sag Ich weiß mal. gar nicht, worauf du hinaus willst. Willst du jetzt so einen schwulen Unterspruch machen wie X7? Nein. Ich brauch was, was ich vor das Video packen kann. Du brauchst irgend so einen krassen Scheiß. Okay. Pack irgendwelche Emos vor Video und schreib das Skelette. Ja, moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 3 Road to Prestige. Heute spielen wir mal auf, hoffentlich, Wissendorf. Hatten wir lange, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Wie angekündigt, eine zweite Folge im Anschluss. What do you want about? How is museum not lose? How? Who's voted for this? Everyone voted for this. You're off the nut, mate. Ja, natürlich. Okay. So, wir spielen heute mal Sanitäter Jeff. Ich wollte ihn euch schon in den letzten Folgen vorstellen, aber leider, hallo YouTube, hallo Suchti. Leider mussten wir dort immer mit diesem Guero Alfao Gay Verschnitt da spielen, also als Schurke. Da war das leider nicht möglich. Aber hier nun, Sanitäter Jeff, was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare. Ich mache einfach mal YT Pity nach. So. Ja, ich habe auch wieder tolle Nachrichten bekommen. In der Zwischenzeit, das hat ja mal wieder hier 5 Stunden gedauert. Ach, Junge, ich habe so viele Freunde, habe ich das schon mal erwähnt? Ich kann keinen mehr annehmen, nochmal für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ach, jetzt ist auch egal. Zeige ich euch am Ende und ich werde diesmal dran denken. Das verspreche ich euch. Weh, ich werde jetzt gekillt. Hallo? Hallo? Geht doch. So, jetzt ist wieder Game Sound viel zu laut. Okay, jetzt geht's wieder los. So, es wird mal wieder Zeit, dass wir hier mal richtig zeigen, was wir drauf haben. Wir spielen übrigens wieder Team Deathmatch. Habe ich mich wieder dazu breitschlagen lassen. Von Labor halte ich nach wie vor Abstand, wie vor dem Niveau einiger Menschen. So, jetzt geht's mal wieder richtig los hier. Jetzt geht's wieder rund. Jetzt werden wieder Headshots verteilt am laufenden Band, meine lieben Freunde. Ja. Oh, was mache ich da? Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh, was für eine Fotze! Was für eine Fotze! Der springt einfach weg. Der springt einfach von meiner Granate weg. Ich kann es nicht fassen. Gut, wir haben wahrscheinlich 1-1. Ja, wir sind nicht die Schlechtesten. Wir haben schon 1 oder 2 Tode. Nein, ich habe die nicht aufgenommen. Ich habe die nicht aufgenommen. Wir sind mal so höflich und packen hier. Nehmen mal den Schatz mit. Dann freut sich unser Partner auch. Ich weiß gar nicht, wer ist unser Partner? U3-Killer oder wer? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wieder am Sattel. Leveln wir übrigens gerade im Moment sehr, sehr gut. Wir lassen uns hier relativ viele Truhen. Da bin ich... Ich mag die Spieler. Oh ne, der ist mir zu gut. Der ist mir zu gut. Ah, geh weg. Schade. Ich muss mal hier ein bisschen mich konzentrieren. Moment, ich konzentriere mich mal kurz. Okay, fertig. Ohne Jade 9, die nehme ich natürlich immer wieder mit. Vorausgesetzt, sie hat mehr als 6 Schuss. So, ist hier einer? Nein. Aber da unten macht der Regel das schon alleine. Mensch, guckt euch mal an hier, die ganzen Abonnenten. Das seid alles ihr. Die vertreten euch hier quasi, ne? Die Abonnenten von mir sind alles solche guten Uncharted-Spieler. Ja, also wenn ich das jetzt öfter spielen würde, dann wäre ich auch besser. Naja. Ich leg's halt nur noch rein zum Aufnehmen und zum Editieren und so weiter, weil ich den Kinomodus relativ gut finde. Und alles, was man so im eigenen Spiel machen kann. Ja, sonst spiele ich das ja eigentlich gar nicht mehr so oft. Ich habe auch gar nicht so viele in meiner FL bei Mister der Gerät, die U3 spielen. Sind schon noch ein paar, aber nicht mehr so viel. Das habe ich wieder übersteuert, fällt mir gerade auf. Aber naja, wen juckt das? Ich hasse sowas, ne? Wenn die von links, rechts, links nach rechts gehen, wieder links, rechts, links, rechts. Wir müssen ein bisschen hier Frostfelder unterstützen. Wir unterstützen dich. Yeah, ich habe meine RPG. Jetzt merke ich mir aber. Nein! Oh mein Gott, ich hab das ja voll
Scheiße gemacht eben. Moment. Ich warte jetzt hier. Ah, da kommt keiner. Deswegen gehe ich einfach nach oben. Mit der AK bin ich jetzt nicht so gut. Aber es fällt ja eh keinem auf, wie ich hier spiele. Weil keiner aufs Gameplay achtet. Komm, komm, komm. Jawoll. Ja, also positiv können wir ja wenigstens rausgehen hier aus dem Spiel. Jetzt läuft's aber bei mir, hä? Wer möchte mit mir denn High Five machen? Such die, komm her. Okay. Wir haben uns ja alle so lieb. Fick den da oben. Oh, jetzt hat der eine RPG, was für ein Noob. Der ist Level 75er mit Sternchen, ne? Und hat eine RPG als Rückstoß, obwohl er irgendwie Megabombe hätte haben können. Oh, das. Ach komm, du machst mir keine Angst. Du machst mir noch keine Angst da oben. Naja, okay. Also, ich hatte eben keine Angst, wo ich gestorben bin. So ist das nicht, ne? Oh, überall liegt ja so eine schöne Jade 9 rum, aber auch nur mit 56 Schuss. Ob sich das jetzt so lohnt, das weiß ich ja nicht. Wo jetzt sind wir noch ungeschützt. Na, als Sanitäter bin ich ja generell immer zu erkennen, von daher, ne? Ah, Mann! Der kann wenigstens mal hier auf einen anderen Typen da raufgehen, ey, ganz ehrlich. Opfert euch doch mal für mich. Tut das doch mal. Was ist denn los mit euch? Ja? Ja, das war zu hoch, ich weiß. Ich bin dumm. Naja, egal. Gehen wir halt wieder hier unten lang. Campen wir hier so ein bisschen, ne? Nein, wir nutzen jetzt natürlich den Sandsturm, um weitere Kills zu machen. Nein, du kannst mich nicht runterziehen. Okay. So, jetzt hier muss doch einer sein. Da hat er doch eben geschossen. Oh, eine Jade 9. Überall liegen so rum die Teile. Ich find's immer schön, wenn ich hier so eine Jade 9 spielen darf, weil es ist in gewisser Weise auch immer so ein schönes Gefühl, wenn man da so weiß. Ja, mit der Waffe, damit hast du schon mal gespielt und die kommt dir bekannt vor. Da hast du die Übung drin. Da kannst du richtig gut Gas geben, ne? Also die Jade 9, die hat natürlich auch die Vorteile. Magazinerweiterung und schnelles Nachladen. Blindfire im Nahkampf. Wirklich sehr gut. Auch so, wenn man ganz viele killen möchte, sehr gut. Und ich habe ja sehr, sehr gut. Und auch die Booster, die ich genommen habe. Leichtfuß, damit kann man ja schneller zielen. Quatsch. Ja doch, eigentlich schon. Und auch das ist natürlich vom Vorteil, meine lieben Freunde, meine liebe Gemeinde. Jetzt möchte ja keiner hier High Five machen, okay. Sowas muss man auch respektieren. Man möchte sich ja natürlich, man muss auch die anderen Leute verstehen können. Ja, 9 Eliminierungen, 6 Tode. Ist jetzt keine Glanzleistung, aber ich kommentiere ja natürlich auch wieder wie, keine Ahnung, irgend so ein behindertes Stück Scheiße halt. So, aufgestiegen sind wir natürlich nicht. Dafür war das zu wenig, was wir eben abgeliefert haben. Wir können natürlich jetzt noch eine Runde spielen. Machen wir auch, ne? Ich meine, ich gönne mir heute mal hart. Ich spiele heute mal wieder ordentlich MW3, wollte ich schon sagen. U3. Wenn ich schon mal spiele, dann aber richtig, ne? Und wenn wir schon mal Spiele haben, dann müssen wir das gefälligst auch ausnutzen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder keine Spieler finden werden. So, jetzt kann ich euch aber mal die Nachrichten zeigen. Die wollte ich ja euch schon vorhin zeigen. So, gefriest, ja, das haben wir ja, Dönerschneider, aha. Macht gute Videos, da hatten wir das nochmal, ne? Das ist ein Schimpfwort. Hugo, der Boss Best, der Boss, nein, der Huso, Uso. I Best, natürlich, natürlich. Nimmst du auf, ja, hallo YouTube, M zu dem D, zu dem D, G, F. Es reicht, wenn ihr sagt, Mister zum Gerät oder M zu dem G, weil Mister zum Gerät ist ja im Prinzip ja das Gleiche. So, okay. Was mir natürlich jetzt auch auffällt, ne, wir sind ja Sanitäter Jeff und im Hintergrund dieses schöne, wohlgeformte Herz, das passt natürlich zu unserem Beruf, ja. Wir sind natürlich dazu in der Lage, anderen Menschen das Leben zu retten. Gerade auch meinen Abonnenten. Ich würde immer meine Hand alles ne, verbrennen für ins Feuer. Ach ey. Hört mir gar nicht zu. Achtet auf das Gameplay, das nicht stattfindet hier.
Man muss irgendwie die Wartezeit hier verstreichen. Und wie soll man das am besten machen, als ohne Scheiße zu labern, ne? Wir können ja uns ja mal kurz die Statistiken hier angucken. Vielleicht interessiert es ja... Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Vielleicht interessiert das ja irgendwie jemanden unter euch. Hier, das ist der alleinige Weltmonarch 2.0. Der vertritt mich, falls ich nicht mehr da sein sollte. Was eigentlich noch lange dauern könnte, denn... Ich habe ja auch schon ein Labor dafür beauftragt, einen Trank zu entwickeln, der ewig jung hält, ja. Und brutal und natürlich gut aussehend. Das möchte ich natürlich auf ewig bleiben. Ah, abonniert ihn. Ich schätze einfach mal, das war jetzt die Kurzform davon, damit es da in die Zeile reingepasst hat. Weil natürlich war das von der deutschen Rechtschreibung her nicht korrekt. Aber ist jetzt auch scheißegal, Kinder. Wir haben auf jeden Fall eine Mech aufgenommen. Jetzt können wir uns hier mal auf die Suche nach tollen Gegnern machen, die wir dann erledigen können mit einer Powerwaffe. Oh, das war jetzt Verschwendung. Auch wenn jemand Schimmern hat. 8 Schuss, kann aber nur 7 abfeuern. Ach, das ist wieder diese Schwuchtel. Dieser Faggot. Dieser 42er, wie Alpha ihn nennen möchte, würde. Er würde ihn so nennen. Warum nehme ich eigentlich hier nicht irgendeine bessere Waffe auf? Ach man, das war ein Gegner da neben mir, das wusste ich gar nicht. Sag mir das doch mal einer, dass das ein Gegner war, weil auf einmal wurde ich so angeschossen, ich wusste gar nicht, was los ist. Ja, ey. Ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich die Ruhe selbst. So, abgestaubt wieder eine Vorlage mehr. Aber nein, wir bleiben alle easy peasy. Du machst mir keine Angst, Kollege, du machst mir keine Angst. Hahaha, Movie Star, aber auch nichts. Ja, ich bin der Beste. Okay, arrogantes Gangster-Boss-Gelaber, wie immer. Eine Jadem 9. Ah, Jadem 9. Oh. Hallo, Pussy Jadem 9. Ja, jetzt ist sie natürlich verschwunden. Jetzt, wo ich sie aufnehmen will, ne? Sonst liegt sie da die ganze Zeit rum. Den ganzen Tag. 5 Tage im Jahr. Oh, das hasse ich auch immer, ne? Man möchte aus der Deckung rollen, aber... da ist ja noch eine Deckung. Da rolle ich jetzt zur nächsten Deckung quasi und gehe da wieder in Deckung. Richtig dämlich. Programmiert das mal besser, ihr scheiß Naughty Dog Typ. Mann, ey. Was habt ihr überhaupt für Programmierskills hier? Da bin ich ja sogar besser mit meinem Taschenmesser. Was das wieder für einen Sinn gemacht hat, weiß ich nicht, aber ihr könnt es euch irgendwie herleiten. So, hinter mir ist glaube ich einer, ne? Oder auch nicht. Ich habe hier voll Paranoia. Oh nein! Es läuft einfach nicht. Wir haben 1 zu 3, sind natürlich die schlechtesten hier von allen. Ich laufe noch in die Granate rein. Dafür kann dieser komische Typ nichts, der hier gerade mir ein... Oh, da ist wieder... Oh, das ist doch nicht wahr hier. Geht doch nicht alle auf den Dönerschneider. Jetzt hört doch mal auf hier. Es gibt keine Döner umsonst. Ach Mann! Zimmer! So, 1 zu 4. Mist. Pure Eskalation. Eskalation. Das ist richtig. Ja, wir kacken hier wieder voll ab. Ist mir scheißegal jetzt hier. Oh, was für ein Huso. Ah, Mann! Geh weg! Verpiss dich, Mann! Ah, es ist... Oh, du! Jetzt hört doch mal auf! Ganz ehrlich! Tut euch Hobbys. Geht raus. Schlagt Kinder. Was auch immer. Ist mir egal. Macht irgendwas. Verkehrt mich doch nicht. So. Das ist jetzt aber ein Kill. Komm. Ja. Den spotten wir auch gleich mal aus. Was für einen Spot haben wir? Stepptanz. Okay. Ich kann mir jetzt schon mal Gedanken machen, was ich gleich im Schnitt für Mucke hinterlege. Ich habe überhaupt keinen Plan. Letztes Mal habe ich ja ein paar Beats benutzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz gut so war oder ob das eher nicht so passt. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich passt es natürlich schon zu meinem Gangster-Boss-Dönerschneider-Image, aber ja, ich weiß auch nicht. Ist eigentlich ganz cool so, ne? Ja, setz Rauchbombe ein, du Fotze. Du Fotze, ne? Du Fotze, ich krieg dich auch noch. Schütz mich mal jetzt hier. Security.
Die haben es voll auf mich abgesehen, oder? Die haben es voll auf mich abgesehen. Da geht man einmal auf die Straße, ne? Und man wird gleich erschossen. Es ist unglaublich. So, 2 zu 5. Das ist mir wieder so peinlich. Aber was soll man machen? Besser werden vielleicht oder so. Mal bei Roller anrufen. Vielleicht gibt's das ja da, ja. So, wir gucken mal, ob die Mac da ist. Powerwaffen haben mir bis jetzt immer nicht weitergeholfen. Ah, Assistent. Ja. Diese Fotze da, die regt mich so auf, ne? Dieser 75er. Diese kleine Schwuchtel. Mir ist schon ganz schwindelig. Anspielung auf die eben verdiente Medaille. Ah, nee, ne? Leute. Wo ist der? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist Level 15er. Ja, der hat auch verhüllt drin, deswegen habe ich ihn nicht bemerkt. Oh, es funktioniert sogar. Ich verstehe diese ganzen Leute nicht, die mit verhüllt spielen, ehrlich. Ich finde das so ein Kack-Booster. Kann ich den auch mal haben? Nö. Vielleicht werde ich hier wieder die ganzen Spieler beleidigen, ich sag's euch. Ah. Und ich kann nicht so schnell nachladen, das regt mich auch wieder auf. Ich reg alles auf hier an dem Spiel. Ich habe einen Kill gemacht. Ah, Assistent. Ey, wie viele Assistent-Dinger da habe ich eben schon gekriegt. Och, geh weg, du. Ich mag ihn nicht. Jetzt raus. Aus, das ist jetzt hier. Mit uns. Ey, du X-Typ. Du X-Typ. Ha, hab ich dich. Wir haben Leichtfuß Level 3 erreicht. Und jetzt kann uns kein Spieler der Welt aufhalten. Jetzt geht's los, Kinder. Und das ist alles klar. Okay. Nein. Da vorne war einer, das weiß ich. Oder hier drin? Hä? Jetzt wollte er mich aber wieder verarschen hier, ne? Ja, das macht euch doch am meisten Spaß. Immer schön. Hier in Videos, wenn ich aufnehme, verarschen. Ja, ey, 13 Vorlagen, hängt euch auf, ey. Ja gut, 5 zu 6, ich habe das jetzt noch nicht so übertrieben gemacht da mit dem Negativsein, aber ist ja auch egal. Gut, er hat wieder voll Spaß gemacht. Hauptsache, das Spiel macht Spaß, ne? Das ist natürlich das Wichtigste. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten fast, ne, bei 17, 18 Minuten. Ja. Dann soll es das auch mal gewesen sein. Extra Länge, 2 Folgen, seid glücklich. Ich bedanke mich an hier die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Die mir hier den ganzen Assist da die Kills geklaut haben, ne? Ja, ich schreibe euch mal eben auf meine schwarze Liste. Ne? Ja, easy boy, easy bro. Ich dachte, ja, ne? Alles klar, okay. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Kommentiert fleißig, abonniert, Daumen hoch und seid gespannt auf die nächsten Videos, Edits, wie auch immer. So, gut, das war's dann auch wieder, ne? Haben wir auch wieder geschafft hier. Puh. Ja, Leute. Ach, ihr seid immer noch da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, scheiß Verein hier.